So, und damit herzlich willkommen hier zu Emergency 2, zu unserem kleinen Retro-Projekt. Mit dabei ist der René, hallo, ich grüße dich. Hallo. Und wir haben hier die erste Mission ohne Video tatsächlich, war jetzt, also René hat mir zwar vorher gesagt, dass kein Video kam, ich war jetzt trotzdem etwas überrascht, dass man hier direkt in der Einsatzzentrale ist. Die Lage scheint ja auch recht interessant zu sein, ich würde sagen, wir verschaffen uns erstmal einen Überblick. Und es ist tatsächlich die Mission, auf die ich mich, glaube ich, so mit am meisten gefreut habe jetzt, seit wir das Projekt gestartet haben. Wenn du dich freust, das kann nicht gut werden, aber ja. Naja, schauen wir mal, was uns da erwartet hier. Ja, eigentlich eine ganz schöne Sache. Die Hindenburg 2, jeder weiß ja, dass die Deutschen dann nochmal ein zweites Luftschiff losgeschickt haben, ne? Also, ja klar, das erste kam ja schlecht an. Und die soll jetzt eben als Hauptattraktion auf der großen Flugschau landen. Deswegen räumen Sie den markierten Landebereich von Zuschauern, positionieren Sie anschließend die gusseisernen Poller aus dem Betriebshof unter den Landeseilen, um die Landung zu ermöglichen. Bildinformationen stehen nicht zur Verfügung. Nee, das war ja auch zu einfach. So, ja, also wir schauen das mal. Erstmal wieder langsamer machen. Ah ja, stimmt, das vergesse ich auch jedes Mal. Wo genau soll das Ding landen? Hier oder was? Links. Ah ja, okay. Alle sollen da weg? Den Bereich darfst du jetzt erstmal räumen, ja? Aber ja, kann ich mal Kräfte alarmieren oder muss ich die nehmen? Nee, du kannst auch alarmieren. Na gut, wir haben jetzt zwei. Ich würde aber nicht zusätzliche Polizisten alarmieren, weil die vier reichen tatsächlich. Aber vielleicht schon mal so ein Löschpanzer und ein paar TLFs und ein Rüstwagen könnten nicht schaden. Na, das ist doch nicht gut. Achso, das haben wir wieder hier oben, ne? Mal TLF. Ich habe nicht mal genug Geld. Das kleine vielleicht. Ja, das reicht erstmal. Okay. Ein TLF haben wir ja auch schon vor Ort. Und die Polizisten, nee, nicht so, nein. Ach, Bring die erstmal alle nach ganz oben. Am besten zwei innerhalb des Feldes, einen rechts von der Absperrung und einen links von der Absperrung. So, einen dahin, hast du gesagt, ne? Einen links von der Absperrung auch und zwei drin. Nach oben. Genau. Komm, ihr geht doch alle von allein. Ihr wollt doch gar nicht hier sein. Doch, die wollen die beste Aussicht haben. Ja, die hatten doch von eindeutig von hier drüben. So, dann sind die Jungs auch gleich auf Position. Ja, nur der rechts von der Absperrung, der ist noch nicht weit genug oben. Wenn du dich dann nämlich in Richtung der Leute drehst mit dem Polizisten und dann Rechtsklick absperren machst, dann... Ah. Guck mal, dann schickt er die nämlich automatisch weg. Das macht natürlich Sinn, ja stimmt. Ah, also mit dem Treffen, da müssen wir nochmal üben, ja. Ja, stell das Spiel mal wieder auf Geschwindigkeit 1. Dann geht das besser. Ja, genau so musst du das machen. Jetzt Stück für Stück nach unten, oder was? Genau. Ah, okay, ich verstehe. Was war das denn? Er muss natürlich aufpassen, dass sie dir nicht dazwischen durchlaufen. Verstanden. Ja, jetzt sind sie verwirrt. Jetzt haben wir es, das war zu viel. Da merkt man einfach das Alter des Spiels an. Man trifft nicht so wirklich. Ja, das stimmt leider. So, jetzt ab aber nach Hause. Ich gebe dir aber auch schon mal den Tipp, in der Zwischenzeit auch deine beiden TLF und den Löschpanzer zu positionieren. Rechts sind die.
Am besten hier hoch erstmal, oder was? Nee, guck mal links, genau, da, da, weiter hoch, hoch. Mhm. Da ist ein Tanklager. Oh. Da würde ich die jetzt mal links und rechts von hinstellen und das Tanklager schützen. Das sind TLF, ja, ne? Ja. Und den Wald dahinter. Och nee. Und nicht auf die Straße stellen, die Autos. Ah, noch irgendwas? Ja, du könntest auch mal in dem Tower gucken, der da ist. Und deine Polizisten dann von der Landebahn runterbringen. Und du könntest noch und dies und das und ja. Ah, Katastrophe. Das macht mich fertig, ja. Die habe ich hier komplett jetzt verwirrt. Ja, die sind halt ein bisschen verwirrt, weil die Polizisten nicht auf einer Höhe sind. Ach so. Und jetzt dürfen die halt an dem oberen Polizisten nicht vorbeilaufen, aber an dem unteren dürfen sie halt auch nicht vorbeilaufen. Ah, die kannst du auch gleich noch manuell runterholen. Ja, würde ich gerade sagen, die würde ich dann separat. Würde ich aber jetzt schon machen. Verstanden. Na gut, dann machen wir das. Quatsch, als ob bei der Hindenburg was schief gehen könnte. Ja. Das hat doch. Die erste Hindenburg hat doch schon gut funktioniert. Naja, da weiß ja jeder, dass eigentlich nur der Regen schuld war. Ja, genau. Das Gewitter. Genau. Oh, es regnet ja. Oh, oh Mensch, was für ein Zufall. Wo ist denn der Polizist, der rechts laufen sollte? Der ist da noch. Okay. Ah, gucke, da ist nämlich noch jemand. Den nehme ich mal ganz kurz mit vor. Stehen deine TLF und der Löschpanzer da oben gut? Ja. Nee, stehen sie nicht. Kann man jetzt sehen, wie man will, ne? Ja, die stehen scheiße. Die Landefläche für den Zeppelin ist noch immer nicht geräumt. Verstanden. Was machen die auch für einen Stress hier? Ewiger Mission mit Zeitlimit. Ah, oh, das stimmt, das Ding hat ja ein Zeit. Ah, das habe ich gar nicht gesehen. Schön. 5, 4, 3, 2, 1. Und? Alles super. Läuft. Läuft? Läuft. Wie weit muss ich denn noch räumen? Ist ja eigentlich geräumt, ne? Oder müssen die wirklich komplett von der Rasenfläche runter? So. Ich dachte, ich hätte dich mit dem Countdown ein bisschen unter Druck setzen können. Nein. Ein bisschen irritieren. Oh. Oh. Ja, oh. Was für ein Zufall. Naja, klar, natürlich. Bumm.
Mensch, das ist Hindenburg 2 wurde durch Blitzschlag in Brand gesetzt. Ein Teil des Luftschiffs liegt brennend am Boden. In der Fahrgastgondel ist noch die Besatzung eingeschlossen. Einige Menschen haben sich vor dem herabstürzenden Zeppelin in den Tower gerettet. Löschen Sie alle Brände, retten Sie die Besatzung des brennenden Zeppelins und bringen Sie das zweite Luftschiff in Sicherheit. Alle verletzten Personen müssen versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Aber ja, also ich meine, da hätte man ja nicht vorher dran denken können, dass das Ding in die Luft fliegt. Nein, gar nicht. Aber wir haben jetzt wieder mehr Geld, du kannst jetzt Fahrzeuge kaufen. Oh. Und wie gesagt, pass auf das Tanklager da oben auf. Und auf den Wald. Also, und auf den Hangar unten links. Und auf den Tower rechts. Und auf die Buden unterhalb des Luftschiffs. Jetzt stress mich nicht. Nicht? Okay. Nein, stress mich nicht. Sonst flipp ich ja aus. So. Wir brauchen auf jeden Fall Tanklöschfahrzeuge. Und dann sollen wir noch die Besatzung, da brauchen wir sicherlich einen Rüstwagen, ne? Mhm. Und wir haben auch noch kein Satellitenfahrzeug. Brauchen wir das? Weiß ich nicht. Ob du eine Karte haben möchtest oder nicht. Ja, kann man mal benutzen. Komm, wir löschen. Oh, nee, Digga. Das geht doch nicht gut aus, ja. Oh, ist auch schon ziemlich heiß, die Geschichte, ja. Ich würde auch mal auf das zweite TLF aufpassen, weil... Dem geht's gut. Okay. Siehst du, diese komischen Poller haben wir gar nicht gesetzt, was wir dann noch machen sollten. Wozu? Das Ding stürzt ja eh ab. Naja, aber es war eine Aufgabe. Ja gut, aber da hat sie nicht so die Zeit für. Viel lustiger finde ich ja das Abschleppfahrzeug hier. Soll ich damit die Hindenburg dann abschleppen? Nee, damit hättest du die Poller da hinsetzen sollen. Ach so, na dann geht's ja. Das Abschleppfahrzeug wäre für den Pollertransport. Ich denke mal, so ein Löschpanzer könnte man noch gebrauchen. Ja, vielleicht auch 4 oder 5. Was? Kann dir aus eigener Erfahrung sagen, TLF explodieren sehr schnell. Oh. Ja, das habe ich gerade festgestellt. Ist doch der Wald da schon wieder voll am Arsch da. Aber hier, die können wir doch schon mal rausholen, denke ich mal. Oh, da dürfen wir auch nicht so nah ranfahren. Frage ist, ist das jetzt zu warm? So, bleiben die TLF, da kommen sie. Die brauchen natürlich ein bisschen länger. Beziehungsweise die Löschpanzer. Was? Ich hatte das voll unter Kontrolle. Das finde ich jetzt ein bisschen frech. Na gut, dann. Machen wir das gleich nur mit den Dingern. Ich gehe mal stark davon aus, dass das andere TLF explodiert ist und dadurch das Tanklager angefangen hat zu brennen. Ich glaub, wenn das Tanklager brennt, ist nämlich vorbei. Ich glaube, die TLF sind auch nicht so... Die sind gut, wenn du sie jetzt da oben in den Wald reinstellst, damit die verhindern, dass der Wald brennt. Aber um die Hindenburg zu löschen... Nee, lass mal. Kommt aber schlechter rein, oder? Das geht. Gut, das Ding wird jetzt mal so stehen lassen erstmal. Was ich vergessen habe, ist jetzt hier... ...Dis und natürlich Dorstwaren. Und das Tanklager kühlen. Guck mal, es ist jetzt schon zu heiß für das Teil eigentlich. Weiß gar nicht, mit welchem Gas haben die damals Luftschiffe betrieben? Helium war das, glaube ich, noch nicht. Das ist eine sehr gute Frage. Muss mal googeln. Ja, ich bin dabei. Ich spiele ja nicht.
So. Wasserstoffwal. 200.000 Kubikmeter Wasserstoff. Oh, das ist ja fast nichts mehr. So fahren die denn jetzt lang? Ach, hier hinten. Ja, ein TLF ist natürlich hoch, ja, das war klar. Aber es ist irgendwie voll kacke, weil die Dinger so langsam sind, die Löschpanzer, du kommst nicht schnell genug hin. Dann würde ich jetzt einfach mal, bevor die TLF jetzt hier... Würde ich das vielleicht einfach wieder vorfahren lassen, nicht dass es explodiert. Fährt natürlich jetzt voll da durch, ne? Schon unterwegs. Ja, aber noch kommt's gut vorbei. Die Brände geraten außer Kontrolle. Wir brauchen Verstärkung. Bin unterwegs. Das Ding ist halt, du musst alle Richtungen schützen, weil links unten sind ja Hangare, die musst du schützen. Ja, ja, hier, ne? Da darf nichts brennen, rechts der Tower, das andere Luftschiff, die dürfen alle nicht brennen. Und die Gondel von dem Luftschiff darf auch nicht brennen. Ja, weil da sind ja Leute drin. Da sind Leute drin, ne? Also vielleicht mit dem TLF im Wald erstmal den... Die Tankanlage da kühlen. Ne, das andere TLF am besten. Genau. Dass der da die Bäume löschen kann. Und der Löschpanzer kühlt den vorderen Teil, wo die Gondel dran ist. So, okay. Jetzt alles schnell verteilen. Ja, mit schnell ist bei den Fahrzeugen auch immer so eine Sache, ne? Ja, gut, also... Schnell im Sinne von das, was halt geht. Tja, selbst das ist schon zu heiß. Du hast übrigens für den Notfall auch Löschflugzeuge, ne? Echt? Krieg ich das? Ah. Was kostet das? 3000. Ja, du musst, jetzt erstmal auswählen, wo der hinlöschen soll. Mit den Pfeiltasten kannst du auch die Kamera bewegen. Brauchen wir das hier? Macht das Sinn? Kann Sinn machen. Gerade so oben, wenn der Wald brennt. Ja, den kann man auch zum Dings löschen nehmen, oder? Kann man auch. Ist auf jeden Fall cool gemacht, dass das hier von der Basis aus startet. Jawohl. Ja, es ist zu heiß. Komm ich nicht ran. Vergiss es. Okay, gut. Es. Müssen wir warten. Das hat genau nichts gebracht. Bin begeistert. Nee. Nutz es lieber für den Wald, falls da was brennt. Ja, das werde ich wohl machen müssen. Und lass auch noch, lass vielleicht nochmal einen Löschpanzer beim Hangar da stehen. Einer bleibt hier stehen, den hatte ich glaube ich angewiesen. Achso, okay. Ich glaube einen hatte ich gesagt, der soll stehen bleiben. Okay. Hoffe ich, wenn nicht, lasse ich den mal stehen. Den möchte ich ganz gerne hier drüben hin haben. Kannst ja noch die großen TLF nehmen für die ganzen Buden da. Ja, das habe ich auch gerade so gedacht. Das reicht ja. Und für das ganze Grünzeug. Ah, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. So, jetzt haben wir... Ne, TLF ist noch nicht da, ne? Ne, fährt noch.
Höchst konzentriert, ja Mensch. Mhm. Und hier. Das brauchst du bei der Mission auch. Ja, ist wirklich. Ja, da in dem Tower könnten Leute drin sein. Naja, haben sie ja gesagt, dass sich da welche reingeflüchtet haben. Was ist denn hier los? Kannst du ja nochmal speichern, so zwischendurch? Ja, das. Oh, jetzt bin ich rausgetappt. Oh. Das ist ein guter Punkt. Vielleicht auf einem anderen Spielstand. Taktisch zwischenspeichern. Ich feier mal. Du kennst aus der letzten Mission. Ja, das war ganz, ganz wichtig. Das Knäuel hier so ein bisschen auflösen. Ah, das zweite TLF mal mit auf die Straße, dass der da die ganzen Büsche löschen kann. Meint ihr hier, ne? Ja, genau. Dass der das Grünzeug ausmacht. Also gefühlt sehe ich nicht, dass sich hier irgendwas ändert, aber sieht auf jeden Fall gut aus. Denk mal weiter dran, den vorderen Teil zu kühlen, die Gondel. Die, achso, klar, ich habe das Ding gerade umgepackt. Ja, die Hindenburg löschen dauert lange. Sehr lange. Echt? Ja. Okay, dann spulen wir einfach mal die Zeit ein bisschen vor. Ja, pass mal da oben auf deinen Wald auf. Oh. Warum macht denn das Telef hier nichts? So, jetzt aber. Oh, hier müssen wir aufpassen. Fahr! Ja, aber noch zur Not das Löschflugzeug, wenn es wirklich eskalieren sollte. Ja, aber ich hoffe, du lässt es nicht eskalieren. Nein, ich gebe mir Mühe. Die kleinen Dinger, ja, die sind halt eklig, ne? Oh, gut, haben wir ja jetzt. Oh, ja. Das haben wir jetzt alles so jetzt. Oh, ja, jetzt brennt das Tanklager. Und da ist auch was explodiert. Huch. Das war blöd. Jetzt haben wir Verletzte. Wo? Oh. Links. Der in dem blauen Anzug. Und eigentlich standen da auch mal zwei Leute. Nein, da steht bloß einer. Na gut, Glück gehabt. So, dann holen wir den mal mit dem Heli raus. Oh, sind noch zwei. Shit. Okay. Einer liegt natürlich hinterm Zaun. Sag ich ja, da standen zwei. Absolute Katastrophe. Du hast ja zum Glück ein RTW vor Ort. Ja. Schon unterwegs. Bin unterwegs. Roger. So, Nummer 1. Nummer 2 holen wir auch direkt und dann kann er ja schon mal behandelt werden. Oh, wir müssen auch hier ein bisschen aufpassen. Und der Wald brennt wieder. Ich sehe es. Und ein TLF steht mittendrin. Jetzt machen wir keinen Stress. Ah, Digga.
unterwegs. Das ist halt mitten drin, statt nur dabei. Voller Einsatz. Immer dabei, ne? Alles geben. Würdest du mit deinem LF86 auch so machen, ne? Na klar. Hab ich so gemacht. War auch mitten im Wald. Beim Waldbrand. Feuer links, Feuer rechts. Ja, mitten durch. Wenn der Lack keine Blasen bildet, war es nicht heiß genug. Ne? Genau, so sieht es nämlich aus. So, das ist gar nicht gut hier, was hier passiert. Wo ist denn das Telefon? Was ist denn? Hab ich hier nicht ein Telefon geschickt? Hattest du ja. Wo ist das hin? Ich glaube, das fährt gerade links oben. Oh. Würde dann gleich explodieren, wenn es am Feuer vorbeifährt. Das muss natürlich sein, dass der hier langfährt, der Sack. Ja, auf der anderen Seite kommt er halt nicht vorbei. Naja, klar. Ah, ist irgendwie doof hier. Warum brennt das lange? Das kann ich dir auch nicht sagen. Lässt sich sowas einfallen. Ich hab da, glaube ich, auch am Ende mit 7 oder 8 Löschpanzern für eine halbe Stunde draufgehalten. Echt? Alter. Das ist ja heavy und neu, haben noch Geld. Na gut, so viel jetzt auch nicht mehr. Ja, der kommt da absolut nicht hin, ne? Nee, kannst du vergessen. Das TLF hin geht das auch nicht. Das andere TLF ist gleich tot. Ja. Ich komme halt immer noch nicht daran, ne? So ein bisschen im Auge behalten, ja. Ja, genau das wollte ich natürlich nicht. Na klar. Der Löschpanzer, der kommt komischerweise da lang, ja? Ja, dem macht die Hitze ja auch nichts aus. Oh, jetzt wird's aber langsam. Ich warte, das Feuer, das will einfach, das macht einfach weiter, so wie es lustig ist. Ja. Wollte ich gerade sagen, ist das Telefon schon kaputt? Nee, noch nicht. Noch lebt es. Das Problem ist, ich habe halt kaum noch Geld, ne? Ja, es dürfen jetzt keine Verletzten mehr dazukommen. Ich speichere erstmal ganz kurz dazwischen, ja, das ist mir nicht Katastrophe. Es ist dir nicht geheuer so? Nee, das ist, weil das so, wie kann das denn so heiß sein? Ist halt einfach brennendes Metall.
Was brennt denn da? Das Gerippe? Ja. Und wahrscheinlich die 20.000 Kubikmeter Wasserstoff. Wir müssen das verbliebene Luftschiff aus der Gefahrenzone bringen. Was ist mit der Mannschaft? Wie soll ich das denn da rausbringen? Ja, du kannst, sobald die Mannschaft eingestiegen ist, kannst du die Seile lösen, dann fliegt das weg. Aber wie lasse ich die denn einsteigen? Dafür musst du ja erstmal die Mannschaft aus dem anderen Luftschiff befreien und dann steigen die automatisch da ein. Ach so, na klar, natürlich, was auch sonst. Oh, weia. Aber dafür musst du halt erstmal da rankommen, um die zu befreien. Ja, das ist einfach viel zu heiß. Gucken, was jetzt passiert, wenn ich den da so ein bisschen mit ran checke. Okay, keine gute Idee. Das ist heiß. Das ist richtig heiß. Roger. Roger. Was passiert? Aus! Ja, ist ausgebrannt. Gott sei Dank. Halt. Wir müssen speichern, ganz wichtig. Ist ja das Schöne, du kannst das Ding gar nicht löschen. Du musst einfach warten, bis es ausgebrannt ist. Das ist eigentlich auch bescheuert, ne? Dann können wir jetzt hier alle Ressourcen erstmal hierfür aufwenden. Wobei, hier brennt es noch. Wie, warum fährt denn jetzt außenrum? Oh, das ist das Teleport, was ich vermisst habe, oder? Nee. Jetzt musst du natürlich aufpassen, dass die Typen da nicht ins Feuer laufen gleich. Ja. Aber theoretisch dürften sie das nicht. Ich lasse einen von den Teilen mal hier hinten stehen. Guck mal, wie so ein Profi, als hätte ich nie was anderes gemacht. Ach ja. Die aus dem Tau musst du sicherlich auch noch befreien, oder? Wenn da welche drin sind, musst du da auch die Bleche rausholen. Weil bei mir waren komischerweise keine Leute da drin, obwohl das Spiel gesagt hat, da wären Leute drin. Okay. Ich weiß nicht, ob das bei mir einfach ein Bug war oder ob da wirklich keiner drin ist. Ich kann zumindest da draufklicken, aber ich weiß nicht, was passiert. Ja, du kannst da reingehen. Das ist halt ein normales Open House. Ach so. Ja, dann ist ja gut. Gucken, dass das Feuer. Ah ja, da steht sogar einer drin. Echt? Zwei sogar. Aber die leben. Obwohl das Ding, glaube ich, so jetzt so fünfmal gebrannt hat. Das hat nicht gebrannt, das sieht nur so aus. So, dann kannst du jetzt mit einem Feuerwehrmann die Leinen lösen. Damit das nächste Gucken, dann. Ja, genau. Ich glaube, dem steht der Löschpanzer da im Weg. Ja, läuft jetzt einen langen Weg, ne? Na ja, gut. Ja, gut. Gucken, ob dein Feuer oben aus ist. Na, ja, hier noch ein bisschen. Jetzt, aha. Also, wie lange? 34 Minuten und einmal verkackt. Ne, zweimal? Dreimal? Ich weiß gar nicht. Einmal. Naja. Glaube ich. Wie so ein junger Profi. Zweimal, ja. Ah, guck an. So schlecht spiele ich doch gar nicht mittlerweile. Mit Hilfe, aber nicht schlecht. Na gut. Krass, wie effizient du bist, also. Krass, ne? Ich hab grad bei mir reingeguckt. Und? Ich hab eine Effizienz. Also, ich war eine Minute schneller. Ja. Aber ich hab eine Effizienz von 6%. Oh.
René, von mir kannst du noch was lernen. Ich sag's dir. Ich frag mich aber auch gerade, warum du benötigtes Geld null hast. Ich hab gecheatet. Da ist irgendwas gebuggt bei dir, weil ich hab, glaube ich, so eine schlechte Effizienz wegen... Ah ne, bei mir sind 2 TLF abgebrannt, deswegen habe ich auch... Ja, und weil ich halt fast mein ganzes Geld ausgegeben habe. Aber war ja... Aber gut, bei mir war ja auch nicht mal viel übrig. 6.000, glaube ich. Oder ja, steht ja 6.900. Ist auch nicht so viel. Ja, das wird bei dir nicht gewertet. Ich hatte am Ende 2.150 übrig. Na, kannst mal sehen. Aber wieder ein Einsatz geschafft. Und nicht alles vorhergesagt bekommen. Vieles, aber nicht alles. Ja, das war ja der größte Kritikpunkt. Na gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. René, vielen Dank, dass du hier mit dabei bist. Kein Problem. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video dann wiedersehen. Bis denn dann, macht's gut und ciao. Bis dann, ciao.